Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich mal Club Mate probieren. Ich habe diese Flasche hier von Edeka für 89 Cent gekauft. Ja, dachte mir, probier's mal aus. Es gibt ja viele, die drauf schwören. Ich kenne es nicht. Ich habe das auch noch nie getrunken. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das schmeckt. Hier hinten ist ja die Nährwerttabelle. Und die Zutatenliste ist auch noch mit dabei. Ja, es ist also koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk auf Mate-Tee-Basis. Mate ist eine in Südamerika seit Jahrhunderten verwendeten Urwaldpflanze, deren Geschmack von Koffein und Gerbstoffen geprägt wird. Diese in der Natur einmalige Kombination macht Club Mate zu einem einzigartig anregenden Geschmackserlebnis, erfrischend und aktiv. Hört sich sehr, sehr vielversprechend an. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Ich werde das jetzt hier mal testen, wie das schmeckt. Tja. Ich will mal nicht zu viel nehmen. Riecht ein bisschen, hat so einen urigen Geruch. Tja, kaum schwer zu beschreiben. Also, wenn das so schmeckt, wie es riecht, werden wir keine Freunde. Bisschen ja säuerlich, so ein harter säuerlicher Geruch ist das, schwer zu beschreiben. Und schmecken, ja, ich weiß nicht, was man da dran so finden kann. Also es hat einen ganz, ganz komischen Geschmack. So einen richtig derben, herben, ja, Teegeschmack kann man das nicht nennen. Also es ist so ein komischer, derber Geschmack, schwer zu beschreiben. Also für mich, boah, nee, Club Mate gibt für mich nur 2 Sterne. Ich weiß nicht, was manche da dran so dran finden. Das hat so einen ganz komischen Geschmack, den ich überhaupt nicht beschreiben kann. Das ist so ein säuerlich herber Geschmack ist das. Also für mich total bäbä. Nee. Gut. Es kann mir auch nicht immer alles schmecken. Aber das hier hat wirklich nur 2 Sterne verdient. Ah, das ist was ich absolut nicht brauche. Wie gesagt, der Geschmack, der ist wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben. Genauso wie der Geruch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist für mich eine nicht schmeckende Brühe, sage ich es mal so. Bah. Okay, alles klar, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen.
Wenn ja, könnt ihr das Video gerne teilen auf Facebook, Instagram, Google Plus, wo immer ihr möchtet. Habe ich absolut nichts dagegen. Ansonsten sage ich erstmal danke fürs Video und tschüss, bis zum nächsten Mal.